Ja, wir haben uns im vorigen Abschnitt damit beschäftigt, wie wir Fehler auf der technischen Ebene erkennen. Und wenn die auf der technischen Ebene auftreten, kommt es eben jetzt darauf an, dass wir die in der logischen Ebene weiter verarbeiten können. Also es geht uns darum, erstmal Fehler zu erkennen. Und dabei sollten wir zunächst einmal unterscheiden, dass Fehler auf der einen Seite zu Datenverfälschung führen können. Also dann geht es darum, wirklich mit einer Prüfsumme festzustellen, ob zum Beispiel irgendwelche Bits gekippt sind oder sich irgendwelche Daten verändert haben, obwohl die Länge als solches gleich geblieben ist. Das macht man zum Beispiel in einem blockorientierten Verfahren mit dem zyklischen Redundanzcheck. Da kommen wir dann gleich noch drauf. Und wir dürfen uns darum kümmern, ob die Daten womöglich ganz verlustig gegangen sind, wir gar nichts davon mitbekommen haben, ob diese Daten überhaupt übersendet wurden oder nicht. So, und diese beiden Bereiche gucken wir uns jetzt im Folgenden weiter an. Also, wenn wir Fehler erkannt haben, dann können wir natürlich unterschiedlich vorgehen, wie wir damit umgehen. Auf der einen Seite tatsächlich können wir kleine Fehler bei einer Echtzeitübertragung, bei einer Videoübertragung, auch im Audiobereich, Voice over IP, die können wir unter Umständen ignorieren. Und so sind auch bestimmte Protokolle aufgebaut. Wir werden das noch sehen auf der Transportebene. Das UDP-Protokoll sichert nichts weiter, sondern da wird einfach letztlich auf die Geschwindigkeit geachtet. Da spielt Geschwindigkeit eine viel größere Rolle, als wirklich jedes Bit hundertprozentig zu übertragen. Auf der anderen Seite können wir natürlich das bei zum Beispiel Bankübermittlungen, Daten von irgendwelchen Geldflüssen, nicht so leicht handhaben. Wenn da mal das Vorzeichen alleine schon nicht stimmt, dann könnte das zu fürchterlichen Irritationen führen. Und insofern müssen wir diese Fehler erkennen und sie dann auch korrigieren. Und da gibt es im Grunde genommen auch wieder zwei Möglichkeiten. Wir können eine Codierung verwenden, die das Ganze von selbst beim Empfänger wieder rückführt auf das Ursprüngliche, die ursprünglichen Dateninhalte. Das wird zur Folge haben, dass wir ein sehr aufwendiges Rechenverfahren haben, um genau diese Sache wieder zurückzuführen. Das macht man dann beispielsweise, wenn man extraterrestrische Signale verfolgen will, wo die Wege wirklich lang sind. Da gibt es das Hamming-Verfahren. Und das andere Verfahren, was sozusagen zu einer Korrektur dadurch führt, dass wir letztlich nur feststellen, da ist ein Fehler, und dann einfach anfordern, bitte, lieber Sender, sende mir die Daten nochmal, also letztlich sende Wiederholung. Da ist ein Beispiel dieser zyklische Redundanzcheck, den wir uns dann gleich als nächstes auch noch ansehen werden. Grundsätzlich bedeutet das, wenn wir Fehler erkennen wollen, müssen wir zu den eigentlichen Nutzdaten noch eine Zusatzinformation hinzufügen, also mindestens so etwas wie eine Prüfsequenz, Prüfbits oder einen Prüfblock, um wirklich feststellen zu können, dass sich in den ursprünglichen Daten etwas verändert hat. Ja, und dann schauen wir an der Stelle doch direkt mal auf ein Verfahren, welches wir zur Fehlererkennung verwenden können. In diesem Falle das CRC-Verfahren, also zyklischer Redundanzcheck. Das ist übrigens auch ein Thema, Sie sehen das Logo schon da unten auf der Folie, mit dem wir uns auch in der Übung nochmal eingehender beschäftigen wollen. An dieser Stelle soll es erstmal nur darum gehen, was macht das eigentlich? Und letzten Endes haben wir an der Stelle einfach ein Verfahren, bei dem wir eine Prüfsumme an unsere Daten, an unsere übertragenen Daten anhängen. Diese Prüfsumme wird errechnet aus einem Generatorpolynom und eben unserer zu übertragenden Daten. Und das Ganze wird dann eben mit übertragen und auf der Gegenseite dann auch entsprechend wieder rückberechnet, und dann kann ich eben erkennen, ist bei der Übertragung vielleicht was schiefgelaufen. Und die Qualität dieses Verfahrens hängt natürlich ganz stark von der Verwendung des Generatorpolynoms ab, also was für ein Polynom verwende ich dort. Wir sehen da auch gleich noch ein paar Beispiele zu. Ja, wir haben hier mal ein solches Beispiel. Also wir haben wieder unsere gesendete Bitreihenfolge, in diesem Fall R von X. Und die überstimmt nur, die T von X ist die gesendete und die empfangene, Receive, ist also R von X. Und die stimmen nur überein, fehlerfrei überein, wenn die Division zwischen dem empfangenen Polynom und dem Generatorpolynom, wenn die keinen Rest ergibt. Sollte die einen Rest ergeben, ist in jedem Fall ein Fehler drin. In dem anderen Fall könnte ein Fehler drin sein, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und Sie sehen mal hier unten drunter bekannte Standards für das CRC. Und jetzt bin ich ein bisschen schnell gewesen. Zum Beispiel das CRC 32 ist so ein Standard, den verwenden wir im Ethernet. Das heißt also, eine 32-Bit-Folge als Prüfsumme wird an das Paket und damit den Rahmen angehängt, um festzustellen, ob in einem Ethernet
Paket letztlich ein Fehler ist. Ja, letzten Endes kann es aber auch natürlich dann passieren, wenn wir durch einen blöden Zufall genau trotzdem wieder keinen Rest bei der Rückberechnung herausbekommen, unterwegs aber trotzdem ein Fehler aufgetreten ist. Das kann natürlich immer passieren. Es verbleibt also letzten Endes immer eine sogenannte Restfehlerwahrscheinlichkeit. Die lässt sich auch nie ganz ausschließen. Wir haben schon gehört, letzten Endes hängt die Qualität unseres Verfahrens dann auch von dem Generatorpolynom ab. Wir sehen hier schon die Restfehlerrate, die lässt sich letzten Endes auch berechnen. Und zwar ist das, oder gibt es das Verhältnis an zwischen der Anzahl der fehlerhaft empfangenen Bits im Verhältnis zur Gesamtzahl der gesendeten Bits. Und dazu auch nochmal ein paar beispielhafte Zahlen. Und zwar sehen wir da schon ganz unten unser CRC32-Verfahren, was gerade auch schon angesprochen wurde, was also im Rahmen von Ethernet zum Einsatz kommt. Da sehen wir 10 hoch 6 Terabit übertragene Daten können wir quasi senden, bevor dann ein Fehler auftritt, so im Durchschnitt. Also das ist schon eine ganze Menge, und wenn das dann mal passiert, dass tatsächlich ein Fehler auftritt, dann kann man das bei dieser Menge Daten eventuell auch verschmerzen. Wir haben aber auch schon gehört, in bestimmten Szenarien, Banktransfers und so weiter und so fort, da müsste man vielleicht überlegen, ob man eben andere Verfahren oder andere Generatorpolynome verwendet. Ja, und letztlich müssen wir uns jetzt noch damit beschäftigen, das eine war jetzt das Thema der Datenverfälschung. Wie können wir eigentlich Datenverlust feststellen? Und das einfachste Verfahren, was wir da natürlich haben, ist, dass wenn der Sender bestimmte Daten an den Empfänger geschickt hat, dass der Empfänger natürlich quittiert, dass er diese Daten bekommen hat. Und das ist dann im einfachsten Fall das Stop-and-Wait-Verfahren. Wir werden uns in dem Abschnitt mit den Vermittlungstechniken noch damit beschäftigen. Also das ist das Mindeste, was passieren kann. Nur ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt so eine Quittierung haben, dann können wir das zum Beispiel über eine Blockprüfung feststellen. Und hier ist ein Beispiel, wo ein Paket einfach verloren gegangen ist. Da bekommt also der Empfänger letztlich kein Paket und sendet dann ein Negativ-Acknowledgement, also er hat nichts bekommen. Und dann wird die Sendung wiederholt. Das war die Technik, die wir ja angesprochen haben. Wir wiederholen das Ganze einfach und im Endeffekt, ja, kann uns es dann trotzdem noch passieren, dass auch die Quittierung, das Acknowledge beispielsweise, dass das verloren geht? Und wie kann man sich eigentlich dagegen wehren? Gut, die Zeit ist natürlich immer ein Faktor, den wir noch im Auge behalten können. Soll heißen, wenn ich als Sender nach einer bestimmten Zeit von meinem Empfänger keine Bestätigung bekommen habe, sei es nun negativer oder positiver Art, dann weiß ich, dass irgendwas schiefgelaufen. Entweder sind meine Daten nicht angekommen oder eben die Bestätigung oder negative Bestätigung ist bei mir nicht angekommen. Wenn ich also dann diese bestimmte Zeit abgewartet habe auf die Quittierung oder negative Quittierung und es kommt nichts an, dann würde der Sender eben entsprechend die Neusendung selber nochmal auslösen. Ja, das heißt also, wir haben dann letztlich irgendwo eine Zeitsteuerung, die mitläuft, und irgendwann muss diese Zeitsteuerung ein Timeout auslösen. So, das heißt, neben diesen beiden Mechanismen sind das schon mal die wichtigsten Mechanismen, die wir haben. Haben wir aber noch einen weiteren, nämlich den Mechanismus der Nummerierung. Wir werden unsere Pakete also auch durchnummerieren. Allein schon aus dem Grund, weil wir sehen werden, dass auch die Pakete unterschiedliche Wege nehmen können, die dann wieder unterschiedliche Verzögerungen haben. Und wir wollen die ganzen ja dann nachher in der richtigen Reihenfolge wieder zusammensetzen, also in der Reihenfolge, wie der Sender sie abgesendet hat. So, und das heißt also, wir können also auch eine Abbruchbedingung dadurch noch zusätzlich neben der Zeit schaffen, indem wir bestimmte Nummerierungen eben angeben und eine Nummerierung dann ignorieren oder sie eben auch als Sequenznummer durchgehen lassen.